Ah, tatsächlich. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Na schön. Phil ist bereit. Was gibt's? Ist nur Handlang, also mal 5 Leute zumindest. Kommt mit, Jungs. Müssen wir es zu 5 stehen. Hinkriegen kann das sein. Wenn wir Glück haben, kann man den Pulle vielleicht. Das war halt richtig, richtig gut. Das ist der eine Korn, dann machen wir den Blatt, dann der nächste und dann wird wahrscheinlich eh ein Punkt kommen, wo dann das Massegerangel anfängt. Eine Typ auch mit dem Schwert uns umgelegt hat, da müssen wir aufpassen. Ich schätze ihn als äußerst gefährlich ein. Müssen wir mal gucken, meine Kinder. Da müssen wir mal gucken. 10 Lebensenergie, süß, bringt mir gar nichts. Mana-Pflanze, Mana, Geschicklichkeit. Was ist das? Minze. Ne, hier Erfahrung. Ja, könnt ihr. Lebensenergie, Mana 5. Für das Grauzeug, Mana, Lebensenergie, erstmal 5, ist egal. Lebensenergie macht auch noch 5, Lebensenergie 10, das kann man auch noch mit reinnehmen. Lebensenergie 20, tauschen wir mal aus gegen das Brot. Das Brot hat nicht so viel gemacht, das hat mit 10 gemacht, dann hätten wir so viel 7. Sonst hätten wir nichts. Na, jetzt sind wir mal gespannt. Unten ist ein Hunde. Und die Bande, eine Rasselbande kommt, sehr schön. Speichern hier nochmal schnell. Du hast das einfach nicht drauf. Die Viecher können einem echt den Tag versauen. Okay, die erholen sich. Sehr schön. Ja, war das noch was? Nochmal ein hungriger Wolf, okay. Läuft er hin und her? Ich habe keinen Plan, wie viel Uhr es gerade ist, ne? Ich gesagt, kommen wir mal her und warten eventuell noch. Bis sie schlafen, überraschen die nachts. Der ist da oben, das verführt mich ja gerade, aber ich weiß nicht, ob das wirklich 100 bröckelt. Dich krieg ich, du Schwein! Wir kriegen dich. Ja, es sind erstmal 2 da. Komm, du Dachapuller. Legt sich ungestraft mit mir an. Wenn du was dagegen hast, sag's nur. Damit kannst du sowieso nicht umgehen. Hey, mein Loot. So, speichern mal. Wir können sie schon mal herpullen, ist ja schon mal gut. Ah, ein bisschen höher wahrscheinlich zu die Distanz. Da ging daneben. Den schnappen wir uns! Das können wir sie nicht einzeln herziehen. Ich krieg ich, du Schwein! Bleib stehen! Abhauen ja, kannst du vergessen. Los, lyncht ihn! Gut, dass der Kerl tot. Er hat's nicht besser verdient. Er hat's nicht anders verdient. Komm zurück. Jungs, alle da?
Achso, das ist Lorenzo. Ich dachte gerade so, hä, puh. Okay, kurz mal speichern. Wie gesagt, müssen wir ein bisschen herpullen. Vizenstab, gib mal her. Das ist Rudolf. Rudolf, lass mal. Rekrut. Los, hinterher! Okay, Rudolf. Ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Abhauen kannst du vergessen. Einfach drauf, der ist nicht im Nachteil gerade. Oder auch nicht mehr. Leute, wie soll ich um die anderen kümmern? Ich kümmere mich um Rudolf. Arme Wurst. Nicht mal Gold dabei. Damit kannst du sowieso nicht umgehen. So, Jungs, haben wir doch relativ gut gemacht. Ist nur noch einer übrig, dann können wir uns holen. Puh. Den schnapp ich mir. Ja, viel Spaß. Wir sind gerade mal ein Rekrut. Ich habe Rudolf umgelegt. Easy peasy, ne? Ne, jetzt hast du Angst, ne, Bro? Er steht noch. Bro! Ein bisschen Gold. Okay, scheiße. Danke für die Waffe. Gerne, gerne. Da ist ein Wasserfass. Da liegt noch ein Pfeil. Haben wir sonst irgendwelche schönen Gegenstände noch? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Echt jetzt? Okay, das müssen wir als nächstes lernen, definitiv. Ich merk's grad. Alles näher rum. Wackelt es jetzt hier so? Erdbeben! Im Ernst, ist es Erdbeben grad? Jetzt geht's wieder. Ich hoffe, den Jungs geht's gut. Durchzählen, 5 Stück, perfekt, alle leben noch. So. Aber merkwürdig, dass, nicht mal der Rudolf. Red Nose Reindeer. Having a shining nose. Da will ich nicht hin, das sind Wildschweine. Ich habe Angst. Dass der mal was dabei hat, einen Schlüssel oder so. Vizenstab. Ordensgläubiger. Richtstab. Echt? Richtstab? Waffen? Kampfstab. Novizenstab. Mögliche Stärke, Hiebwaffenschaden. Ja, ist ja gar nichts. Ist ja Zauber, Alchemie, sonstiges. Vielleicht questrelevant, keine Ahnung. Auf jeden Fall zurück. Jungs, nochmal durchziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Dann sind wir alle noch da. Sehr schön. Ah, die Sonne geht unter. Das ist nicht traumhaft. Nach einem langen, erfolgreichen Tag haben wir diesen Hund hier auseinandergenommen. Das ist ein Geier da drüben. Komm her, Wolfi. Hä? Au! Au! Ja, ist okay. Jetzt erfetze mich. Was ist hier los? Dieses Vieh macht keine Probleme mehr. Das Vieh macht uns keine Probleme mehr. Ja, aber hat mich fast getötet, Mann. Was spielt euch los? Ich will jetzt eine Rüstung, Mann.
Ich krieg ja, Damage ist ja okay, den wir austeilen. Wir können uns ein bisschen verteidigen, aber ein paar Hits abkriegen, sind wir einfach instantly death do. Und wenn der Don uns jetzt keine Rüstung gibt, ganz ehrlich, ich schlacht den ab. Ich habe auch Brockner, den Barbaren da platt gemacht. Oder Proga. Ist er Proga? Keine Ahnung. Dark, Wasserfass. Erstmal wieder auffüllen, kostenlos. Wenn es irgendwie so lange dauern würde. Raucht der? Der raucht. Sieht die fetten Scheunen rein. Wir haben halt noch nicht die Möglichkeiten. Das ist aber, es erinnert mich so eins zu eins schon weiß ein Elex. Du bist nichts, du kannst nichts, was war wegfrittiert. Okay, ein Elex hat man wirklich ein Chatback. Also Elex im Grunde ist ein zukünftiges Risen, ne? Wenn man in Zukunft spielt. Also gab es auch Fraktionen, also vom Prinzip her gleicher Aufbau, eine andere Story. Aber wenn man Elex gespielt haben, spielt dann Risen oder hat Risen gespielt, spielt Elex, ist eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit vorhanden. So, mitkommen. Jetzt können wir nochmal kurz speichern. Dann gehen wir zu Don Esteban. Dann können die jetzt eigentlich die ganze Zeit mitführen, kann das sein? Die Aufgabe ist ja erledigt, meines Wissens nach. See. Iluma, das müssen wir noch machen. Die Weißen am südöstlichen Artefaktlager sind erledigt. Warum erzählst du mir das? Geh zur Fincher oder am besten gleich zum Don. Gut, perfekt, das wollte ich nur. Dass man die in der ganzen Rumschleppe. Hi, ich hoffe, ich habe nicht davon erzählt. Egal, wir reden mit seiner Frau einfach darüber. Wir waren es nie. Jetzt kommt erstmal der Trommelfellschaden, ne? Hey, MC Don. Ich habe mich um das südöstliche Artefaktlager gekümmert. Ja, ich habe schon gehört. Gute Arbeit, das muss ich dir lassen. Hier, ein paar Münzen von meinem Haufen für diese gute Nachricht. Dann kriege ich jetzt eine Kampfrüstung, bitte. Hast du nichts zu tun? Jetzt muss ich echt da nach hinten durch. Ohne irgendeine Rüstung. Boah. Schurke, Oscar, hast du vielleicht was für mich, bitte? Zeig mir deine Ware. Nee, der hat nichts. Wobei, einen heben wir mal auf. Wobei, das ist eigentlich scheiße. Macht fast kein Damage. Richtstab. Klingenschaden. Heben wir mal auf. Der ist gut. Was macht das Schwert nochmal 20? Hiebschaden. 58, brauchen wir 45. Das ist ein Waffe, die kann man einen Lebtag nicht tragen. 30 würde ja theoretisch gehen, dann müsste man aber so noch auf dem Geld dafür rausbolzen, ne? Das kannst du wieder vergessen, das will man dann mal. Was gibt's noch? Pokal würde ich gerne behalten, vielleicht mal besseren Preis dafür, das Leder theoretisch auch, irgendwas Doppeltes da, was ist das? Dietriche. Warenkorb, Handel, ja. Beenden, ich muss mal kurz. Wer wollte uns was über Schlösserknacken beibringen? Ja, nee, ist klar. War es nicht der Jäger da drüben, der Luis? Hey Luis, mein kleiner Freund, Luis. Was kannst du mir... Nee. Schleichen, jagen, was ist bei dir? Was? Ich überlege gerade.
Ah, einer von denen muss uns was beibringen können. Hawkins, über eine Kleidung verticken. Für 500 Gold der Drecksack. Was hast du getan? Broga ist außer sich vor Wut. Ich denke, du kannst dich auf was gefasst machen, wenn er dich erwischt. So? Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Er rannte durch den Sumpf in den Süden und ward seitdem nicht mehr gesehen. Ist besser für ihn. Der Don will... Ach, weißt du, wenn ich es mir recht überlege, will ich es gar nicht. Auch gut. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Lorenzo... Oscar vielleicht? Bring... Schlösser öffnen, ja, da war's. Zeig mir, wie man Schlösser knackt. Viele Schlösser haben einen Sperrbolzen, den du erst runterdrücken musst, um das Schloss zu öffnen. Anschließend kannst du mit dem Dietrich in alle Richtungen drücken, bis das Schloss offen ist. Aber sei vorsichtig. Wenn du in die falsche Richtung drückst, kann es passieren, dass dein Dietrich abbricht. Okay. Wie viel Gold habe ich noch? 400... Okay, wie sieht es charakterlich aus? Wie sieht es mit dem Tiere ausweiten, Siegel, Schriftrollen, Schlösser öffnen... Ich werde nicht zu viel für Schlössöffner raushauen, ne? Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Wir müssen eh noch in die Stadt, die ist rechts. Da bleiben wir, glaube ich, auf dem Pfad einfach. Wir gehen jetzt nochmal zurück und versuchen, das Schloss zu knacken. Ist ins Süde gegangen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Oh, das wird richtig funny jetzt. 100 Pro, das taucht irgendwo auf und er gibt Stress, wir wollen seinen Tod sehen. Müssen wir ihn aber tot machen. Er ist in den Süden gegangen. Ah, das wird... Das wird irgendwo aufkreuzen, hundertprozentig. Müssen wir echt auch... Ich weiß nicht, vielleicht kommt er sogar von hinten und schlägt uns erstmal eine rein. Dann steht uns direkt da, wir sind instantly death. Na? Das ist natürlich jetzt richtig RIP. Was ist das für ein Vogel? Was ich ein bisschen creepy finde... Ist ja, dass wir immer noch keine Rüstung haben, ne? Wir können uns Arbeiterkleidung für 500 kaufen, was ich auch gar nicht einsehe, weil die scheint absoluter Scheiß ist. Und wir kriegen das Ding da unten nicht auf. Ne, was ich ein bisschen doof finde. Kann sein, dass das wird später irgendwie noch relevant für uns mit dem Zauberspruch oder so, aber naja, müssen wir mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal zurück, versuchen das Schloss zu knacken. Hier ist niemand. Nochmal von vorn. Abgebrochen. Ach, und noch. Ah. Na also. Okay. Alles nehmen. So funktioniert es hier, okay. Und jetzt geht es dann später richtig kompliziert. Wie viel Dietrich haben wir noch? Ah, okay. Speichern. Jetzt müssen wir da lang. Ich verfolge jetzt einfach mal den Weg hier in der Hoffnung, dass hier nichts Böses kommt. Huscht, huscht. Heilkraut, ja, nimm mit. Gut, eine Rüstung und eine Arbeiterkleidung anzuhaben ist im Grunde relativ doof. Können wir reden? Okay, scheint nicht so. Können wir da erstmal. Alter, hat er das gerade. What? Sind das echt drei Stück? Okay, ich bin raus. Ja, Jungs, ich bin schon weg. Alter, so schneller. Aua. Guck mal, es tut weh. Ich werfe mit Stein. Ah, Hilfe. Ich glaube, ich gehe doch auf den Weg. Ich bleibe auf dem Weg. Der gesagt, wenn wir auf dem Weg bleiben, passiert uns nichts. Also, bleiben wir auf dem Weg.